So, und willkommen zurück zur nächsten Folge, beziehungsweise ja, zu einer weiteren Folge von City Skylines Season 2. In der letzten Folge haben wir hier ja so ein bisschen ausgebaut, haben da noch ein bisschen was gemacht. Also wir sind hier gerade dabei, das ganze Gebiet so ein bisschen zu verschönern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass hier hinten so ein bisschen Verkehr hinkommt und hier was passiert. Dafür haben wir hier auch so ein bisschen Industrieplatz gemacht. Und ja, wir warten jetzt eigentlich gerade darauf, dass wieder größere Nachfrage in der Industrie herrscht. Dass wir halt hier richtig ausbauen können, beziehungsweise könnten wir auch, wenn wir einfach schlau sind, hier sagen, okay, wir brauchen gerade nicht Industrie, sondern wir brauchen gerade Einwohner. Wir ziehen hier einfach mal noch ein paar Leute ein oder lassen ein paar neue Leute einziehen. Und dann haben wir das ganze Ding auch schon. So. Genau, dann kommen hier keine Industrien hin, sondern Einwohner. Da auch, da auch. Dann haben wir das. Wie sieht denn das jetzt hier aus mit Bildung? Okay, Bildung ist hier die miserabelste, die es gibt. Ich meinte natürlich die beste. Denn für unsere Bürger gibt es nichts Besseres als die beste Bildung. Nichts Schlechteres. So. Wieso... Ah ne, das sah eben nur so aus, als ob das so gefällt wäre. Wir setzen die Schule dann aber, glaube ich, erstmal hier unten rein. Ins Eck. Da müssen wir ja wieder nach einer Realschule gucken. Hier könnten wir ja eigentlich mal wieder die alte nehmen. So, und dann die Universität. Bräuchten wir auch wieder eine neue? So, hier oben müssen wir dafür aber die Straße erstmal erweitern. Also hier habe ich die sogar mit Busspur genommen. Okay. Erstmal ein paar gerade. Und dann kann das hier meinetwegen wieder schräg werden. Und schauen, wo es hinläuft. ja. Nee, ich will jetzt hier erstmal gerade haben. Gucken, wie weit das gerade geht. 8,1. 8,1 und dann geht es hier gerade raus. So. Ich will hier erstmal nur so grob. Eigentlich bräuchten wir hier keinen Übergang, wenn wir da drüben nämlich noch einen haben. Ich will ja in die Underground Zone. Nee, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Dann kann das auch noch weg. Dann führen wir einfach diese Straße hier unten durch, unter der Autobahn. Und die Autobahn runter. Ja, ich glaube, die Autobahn lassen wir dann runterfahren. Oder sowas. Dann reißen wir das auch nochmal ab. Dann machen wir jetzt hier einfach die Universität rein. So. Genau, und da ist noch Einwohner. Da ist noch, da sind noch Einwohner. So, hier staut sich es auch nicht mehr. Das läuft hier auch. Innen kommen sie ran, da kommen sie ran. Oh. Also hier drinnen sollen eigentlich keine Häuser entstehen. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen viel gemacht. Mit den Markern. So, ihr verschwindet da auch alle. Hier soll nichts hin. Also ein. Ah ja, hier habe ich auch noch nicht die Straße geupdatet auf Busspur. Der hätte dann eh nichts hingekonnt. Ich bin doch ein Held. So. Dann wollen wir hier ja noch so ein bisschen jetzt die Busspur reinbringen ins Geschäft.
Okay, entfernen wir erstmal hier die Ampeln. False, false, so. Was willst du jetzt hier schon wieder? So, ist jetzt hier noch irgendwas? Ja, das, das, das und das. Jetzt ist hier aber keiner mehr, oder? Genau, jetzt ist hier keiner mehr. Jetzt können wir uns hier nämlich wieder an den öffentlichen Nahverkehr mal wagen. Den wir hier ja noch nicht so wirklich haben. Wir fangen an. Hatten wir hier hinten noch eine Straße? Nö. Können wir hier noch eine Straße? Nö. Dann verschieben wir das einfach mal kurz. Dann dürfte es nämlich auch möglich sein, da eine Straße lang zu legen. Und dann könnten wir da unten nämlich auch die Busspur einfach abzweigen. Dann haben wir hier unten einfach den Weg uns genommen, den wir brauchen oder wollen. Dass wir dann sagen, okay, wir fahren bis hier unten hin mit der Busspur. Setzen dann meinetwegen die ersten Leute. Ist da vorne eine Haltestelle? Ja. Eine Bucht. Hatten wir da jetzt keine Haltestelle gesetzt? Naja, okay. Wir fangen an, wir fahren dann halt da runter. Gehen dann halt bis da. Machen dann bis da, da, dann könnten wir meinetwegen hier oben noch mal eine reinsetzen, müssen wir dann halt noch mal einen Abzweig bauen, dann machen wir, ja, eigentlich muss das jetzt bis nach hinten durchgehen wirklich. So. Dann kommt da auch noch eine hin. Dann kommt die nächste wieder dahin. Da. 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 Ach, da ist nicht schlecht. Nee. Machen wir da. 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 Und dann da noch eine. Machen wir das genau so wie auf der anderen Linie auch. Nur, dass wir jetzt hier zum Beispiel schon reingehen. Und dann hier hinten einfach ein paar Leute snacken. Mit denen dann halt hier so ein bisschen eine Welttour machen. Zum Beispiel da auch noch eine. Und dann führen wir das einfach hier unten rum. Ah ne, wir laufen dann einfach da rum. Da. Da. Machen dann hier unten den Weg rum. So. Dann kriegen wir hier auch noch mal ein paar Leute. Zack, zack. Ach nee, hier müssen wir eigentlich dann wirklich da eine Haltestelle machen. Oder da. Und dann so. Alter Schwede. Hier muss die Ampel wieder weg. Da unten will ich auch keine. Das ist nämlich nur reine Busspur. Da habt ihr nichts zu suchen. Genau.
Und wir sehen ja, hier wird die Straße langsam belebter. Jetzt halt auch noch nicht so extrem, aber halt, sie lebt wenigstens schon mal so ein bisschen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. So, 15 Busse sind jetzt da raus. Ja, schon mal nichts Schlechtes, muss man sagen. Für zwei Linien, 12 Busse, weil ich glaube, drei sind ja vorher schon raus gewesen und der Rest hat sich dann halt jetzt aufgeteilt. Ist nicht schlecht. So, da haben sie sich eben gerade geknutscht, die beiden Busse. Da kommt, oder da kam gerade auch ein neuer. Hier fährt der ganz große. Eigentlich wäre das geil, wenn man sagen könnte, okay, auf der Linie möchte ich so und so viele von den Bussen fahren lassen. Also bei den Standardbussen wäre es egal. Aber halt zum Beispiel bei den Modeled-Fahrzeugen halt sagen, ja, das will ich machen. Und hier sehen wir einen schönen Crafter als, oh, sehen wir zwei Crafter als Polizeiwagen. Sehr reizend. Ne, ein Sprinter sind das sogar. Sie sehen aus wie Crafter. Tuck, voll. Okay, hatten wir hier keine U-Bahn? Wo hatten wir denn die U-Bahn aufgehört? Da vorne, weil da der Tunnel war. Genau, hier müssten wir nochmal eine Stufe runter, damit wir halt hier die da durchziehen können. Deswegen hatten wir doch noch keine. Genau. Was ich jetzt hier erstmal machen wollte, war ja erstmal hier einen Übergang einzubauen. Dass die halt hier auch irgendwo hier rüber können. Nee. So. Wir müssen mal kurz eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder zurück. Hatte nämlich eben gerade ein Telefonat. Hä? Ich will doch hier einfach nur... Ah, okay. Das geht sogar jetzt. Den Übergang wollte ich gerade nur setzen. Dann ziehen wir hier zwischen halt nochmal so einen kleinen Weg. Wo halt die Leute rüber können. Wenn sie halt Lust haben. Dann wird die Haltestelle hier auch noch ein bisschen genutzt. Und dann wollten wir jetzt mal gucken, was die U-Bahn hier noch so macht. Beziehungsweise vertragen kann. Geil wäre ja, hier vorne noch eine Haltestelle zu haben. Aber hier ist halt diese Autobahn im Moment noch im Weg. Die wir dann wahrscheinlich erstmal runtersetzen müssen. Beziehungsweise komplett verschieben müssen. Damit hier erstmal die U-Bahn durchgeht. Nach da hinten. Und jetzt halt der Teil hier unten durch. Nach da geht. Das kann jetzt hier ein bisschen wirr aussehen. Ist ja auch recht. Weil wir haben das ja vorher mit dem Bogen gemacht. Und jetzt machen wir das halt alles normal. Jetzt haben wir da mindestens auch die U-Bahn schon direkt drüber. Wieso gehe ich da drauf? So, dann haben wir hier die U-Bahn hin. Dann ist es eigentlich nur noch perfekter, wenn wir hier... Gibt es das Wort perfekter? Ich weiß es nicht. So, wenn wir da auch noch eine hinsetzen. Und dann meinetwegen hier oben direkt neben die Schule noch eine hinsetzen. Da können wir dann ruhig mal die größere. Eigentlich wäre das ja hier oben sogar noch besser mit der, wenn wir die da haben. Oder hier. Weil hier könnten wir dann noch einen Fußgängerüberweg machen. Also mitten in die Straße, zack und zack. Können wir dann halt sagen, jawohl, ihr sollt da rüber. Oh, hier haben wir zwei Haltestellen direkt hintereinander. Wieso haben wir denn hier so beschissen die Haltestellen gesetzt? Entschuldigt bitte. Habe ich mir hier mal gedacht gehabt. Ohne Witz. So, dann machen wir da auch einfach den Weg hin. Dann haben wir jetzt nämlich dieses Chaos da nicht mehr. Dann machen wir jetzt hier zwischen einfach diesen Weg. Genau. Das heißt, wir könnten jetzt bis hier oben die U-Bahn fahren lassen. Dafür brauchen wir erstmal den Tunnel wieder. Zack, nach da, von da nach da.
Und der Rest ist da schon angeschlossen. Jetzt will ich aber eine neue Linie von da nach da, nach da, nach da und zurück. Und dann wollen wir uns gleich mal anschauen, wie viel Profit die Linien machen, beziehungsweise was hier an Geld gemacht wird und was nicht. An den öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen wir ein 15.000 und geben aus viel zu viel. Ach Gott, was ist denn das alles zusammen? 25, 26, 30, 60.000 geben wir nur bislang an Verkehrsmitteln aus. Das ist supi. Krankenstatus ist noch gut, Feuerwehr ist noch gut, Polizei ist gut, Bildung ist, ja, ist gut, aber halt nicht perfekt. Da müssten wir dann hier nochmal eine normale Realschule oder was das ist, oder Hochschule, ne, Oberschule, müssten wir dann da einsetzen. Hier fährt schon wieder einen Mercedes, die kennen wir ja mittlerweile zu gut von hier unten. Oder kannten wir zu gut, weil hier unten halt alle gestartet sind. So. Was wir noch machen können, ist ja hier nochmal einen Abzweig rein. Und zwar möchte ich von da. Ach nee, jetzt hat er hier wieder die Busspur genommen, weil ich die nicht geändert habe. Ich Trollo. Trollo! Da halt jetzt noch einen Weg rüber. Mal gucken, wie sich das so entwickelt mit dem Weg. Ob der halt gut ankommt oder schlecht. Ich würde sagen, relativ gut sogar. Nach dem, was ich da eben gesehen habe, dass da schon einer lang fährt, ist das gut. Hier oben die Strecke mit der Eisenbahn, die können wir nochmal laufen lassen. Und zwar von da oben hier rüber. So, bis ungefähr da vorne müssen wir das jetzt gerade ziehen. Ich glaube, da war das, ne? Jawohl. So, bevor wir hier gleich wieder Stromausfall haben, machen wir die dicht und freuen uns darüber, dass das geht. Genau, hier hätten die sonst nämlich keine Verbindung gehabt. Nee, das lassen wir so. Weil es ja eigentlich ganz okay ist, so vom Aufbau her. Und der Rest geht ja auch Ressourcen. Was? Alter, wir haben doch hier genügend, was dahin kann. Ist das wieder ätzend, wenn da nicht die Leute hinfahren? So. Dann machen wir da halt noch Industrie. Da hatten wir eh schon. Oh, Wassermangel. Das hört sich nicht gut an. So. Alter, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr an der Straße parkt und seht, hier ist alles voll. Ihr wisst ja, was da schief geht. Voll. Es ist rüber. Jawohl. Einfach über die Schienen. Der Hund lebt gefährlich, muss man sagen. Also, wenn der hier überlebt, ne, dann fresse ich einen Hai. Ach ne, hier fährt ja eh nichts hin, also. Ist das egal, nein. Das klappt ja hier alles. Aber was ich noch nicht gemacht hatte, war das hier anzuschließen. Fällt mir aber gerade so auf. Das Schlimmste ist ja, keiner hat mir Bescheid gesagt, dass das nicht angeschlossen ist. Keiner. Na gut, ich kann das jetzt noch nicht sagen, weil halt voraufgenommen wird. Und das dann erst später gezeigt wird, was halt wirklich ist und was passiert. So, ne. Dann machen wir das so. Dann machen wir hier hinten einfach das rüber. Dann machen wir jetzt hier noch so ein Stück rein. Gehen dann hier da runter, nach da. Jetzt haben wir hier das auch angeschlossen. Ja Mann, was sagst du jetzt? Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber wieso nicht?
was man jetzt halt machen könnte, wäre noch, um diesen Kreis ein bisschen zu verbessern, hier hinten rauszubauen. Aber dann wieder mit dem richtigen Kurventool. Kann man das richtiges Kurventool nennen? So. Dann machen wir das doch so. Da haben wir hier die Möglichkeit, halt einmal im Kreis zu fahren und dann auf die Hauptstrecke zurück. Mir fällt gerade das erste Mal auf, dass da überhaupt keine Verbindung besteht. Was natürlich der Grund sein könnte, wieso da nichts fährt. So, dann machen wir das doch einfach so. Genau. Die Stadt wächst, hier fährt der Zug raus. Stauen die sich hier oben eigentlich immer noch? Ein bisschen nicht mehr so stark. Aber da kommt schon der nächste. Eigentlich müssten wir hier die Strecke zusammenlaufen lassen und das hier nochmal als Autobahn weiter nach da oben gehen. Fällt mir gerade so ein oder auf. Weil dort auch schon ordentlich was benötigt wird. Hier oben brennt es auch gar nicht. Finde ich cool. So, wie sieht das hier aus? Die machen alle immer ihre Leute. Genau. Aber ich würde sagen, das war es dann auch hier schon wieder für diese Folge. Bisschen ja, das haben wir ja hier geschafft. Und ich würde sagen, das war's dann halt für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wieso haben wir das da eigentlich noch? Das kann eigentlich weg. Hat's gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Und bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.